Ja, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist Povrot und der neue Champion Tam Kench ist endlich draußen. Oh yeah! Ich habe wirklich diesmal auf ihn gewartet. Ich muss sagen, als ich wusste, dass Echo rauskommt und als ich Echos Fähigkeiten gesehen habe, ich bin ja kein Main-Midlaner, obwohl Echo jetzt auch gerne im Jungle oder sogar mal in der Top-Lane gespielt wird. Aber ich muss tatsächlich sagen, auf Echo habe ich nicht so mit Freude gewartet wie auf Tam Kench. Ich finde diesen Champion einfach nur klasse. Wirklich ein tolles Kit, tolle Fähigkeiten, viel Sustain durch die E. Dann diese geile Verschlingungsfähigkeit, die ich ja absolut spitze finde. Dann so ein bisschen Ranged Poke. Dann diese Passive, dass er diese drei Stacks drauf kriegt. Und die Ulti, mit der er Split pushen kann. Mit der er auch mal schnell in die Midlane oder vielleicht auch sogar in die Botlane oder zum Drake oder wo auch immer hin roamen kann. Also ich finde ihn klasse und ich spiele ihn jetzt das allererste Mal auf dem Live-Server. Wenn ihr dieses Video seht, ist es schon wieder ein paar Tage her, aber ich muss ja das Ganze voraufnehmen, weil ich in den Urlaub fahre, meine Freunde. Die meisten von euch wissen das. Und jetzt heißt es erstmal ab in die Top-Lane. Ich bin Main-Top-Laner und von daher probiere ich diesen fantastischen Champion auch in der Top-Lane aus. Obwohl er auch als Supporter gut geeignet ist. Die Gegner haben ja einen Tam-Support jetzt gerade. Komm, hopp! Hehehe, dieser Zungenschnall. Ich spiele gegen einen Varus? Ist das dein Ernst? Varus? Sehr interessant. Dann habe ich schon mal auf jeden Fall gleich ein paar Schwierigkeiten. Denn Varus ist ein Ranged Champion. Was war das denn gerade? Ein Piercing Arrow komplett in die falsche Richtung? Nicht schlecht, Herr Specht. Oh, First Blood für unser Team. Oh yeah, es ist ja ein Community gegen den Rest der Welt. Ah, ich brauche noch ein paar mehr Fähigkeiten. Also das war jetzt ein bisschen voreilig gerade von mir. Zack, aber immer wieder kann ich ihn anpoken. So, jetzt hier mit dieser grauen Power. Yes, gleich nochmal erwischt. Und noch Boom. Alter Belly, dieser Champion hat aber auch Poke. Ich werde jetzt als erstes Rod of Ages bauen. Man muss ihn auf jeden Fall sehr, sehr tanky bauen, weil einfach seine Passive von der Ulti mit Tankiness, mit Bonusleben synergiert. Alter, was macht dieses Biest für einen Damage? Ich liebe ihn jetzt schon. Und ich überlege tatsächlich, ob ich mir noch einen zweiten Dorance leiste, um keine Mana-Probleme mehr zu haben. Und ich mache es einfach mal. Man kann ja mal ein bisschen rumprobieren. Ich mache jetzt meine neuen Erfahrungen mit Tam Kench. Und wir sehen dann einfach, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Wir lernen einfach gemeinsam. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass Tam Kench echt nicht schlecht ist. Der ist tanky, der ist biestig. Schade eigentlich, dass ich gerade gegen einen Varus spiele. Dann würde ich gegen einen Nahkämpfer spielen. Aber ich werde, glaube ich, sowieso nochmal einen Gameplay aufnehmen. Oh, das war ja nicht so schön, ne? Er hat auch eine schöne Auto-Attack-Range, die scheint mir ein bisschen... Alter, komm. Komm schon. Hey, ich nochmal, geschnalzt! Komm! Ah! Wow! So, jetzt heißt es für mich gleich erstmal Leben regenerieren. Alter Belly, aber... Komm, krieg ich den? Oh, ich bin dabei. Nein, da können wir nichts mehr machen. Schade, schade, schade. Sehr knappes Ding. Oh. Ey, das finde ich geil und das darf man echt nicht unterschätzen. Minions zu verdrücken
um die dann einfach gegen den Gegner auszuspucken. Und der Schaden ist wahnsinnig. Der Schaden liegt bei 135 und das auf Level 1. Also fast ist schon für mich die Überlegung wert, ob man vielleicht diesen Spell hochskillt. Vor allen Dingen, weil auch der Cooldown viel immer kürzer wird. Der Zungenschnalzer, der hat ja immer denselben Cooldown, immer 6 Sekunden. Ich habe jetzt ein bisschen Cooldown Reduction drin, aber normalerweise immer 6 Sekunden. Aber umso weiter ihr die W skillt, umso kürzer ist der Cooldown. Das ist eigentlich schon ganz interessant. Boom! Überraschung! Hep. Jetzt habe ich meine Ulti. Oh, und die Ulti gibt so den ersten kleinen Power Spike. Denn die Ulti bewirkt hier mit der passiven 28 zusätzlicher Damage jetzt auf meine Fähigkeiten und Auto-Attacks. Und das ist crazy. Dieser Champion wird einfach tankier und wird aber gleichzeitig auch einfach stärker. Das erinnert mich so ein bisschen an Volibear. Volibärchen, wie viel Range hat denn der Spaß jetzt? Ich würde ihn am liebsten direkt überraschen. Oh, seine Ulti ist natürlich auch eklig. Das muss man dazu sagen. Aber jetzt habe ich hier... Achso, ich habe die erst auf Level 3. Okay. Oh, komm schon. Ich probiere es einfach mal aus. Man muss ja ein bisschen rumprobieren. Komm, Tom Kench! Hip! Boom! Erwischt. Perfekt. Nein! Komm schon! Ich brauche noch einen Auto-Attack. Nein, oder den Slow. Komm! Überraschung! Alter, guck dir diese... Der hat so eine biestige Fratze, Alter. Oh, jetzt will ich dich haben, Alter. Komm schon! Hopp! Nein! Nein, nein, nein! Hopp! Da wird das Schild aktiviert! Junge, dieser Champion! Ein Allesverschlinger! Ein wahrer Devourer! Alter Verwalter! Nein! Nein! Wie schön er hier kam! Good job, Aatrox! Wie schön er hier von der Seite kam. Das hat er richtig gut gemacht. Dort konnte ich ihn nicht sehen und dann kam er vorbei. Ey, aber ich finde die Ulti echt geil. Die Ulti ist auch so ein bisschen wie die Ulti von Rek'Sai. Wobei, ihr könnt sogar noch einen Mate mit auf diesen Journey nehmen, was ziemlich geil ist. Komm schon, Vi. Komm schon, Vi. Hier! Komm ran! Du kannst ihn doch sogar ultien. Okay, sie will nicht ultien. Dann lassen wir das. Dann spiele ich hier einfach weiter sicher. Swap! Komm! Hopp! Die Auto-Attack-Range ist echt ein bisschen besser als bei vielen anderen Champions. Also als bei vielen anderen Nahkämpfern vor allen Dingen. Nein, der Schnalzer hat nicht getroffen! Das ist doch eigentlich so wichtig, dass er trifft. Hip! Nein, komm schon, komm schon, komm schon. Den haben wir. Bob! Hüpp! Verspeist! Und jetzt spuck ich ihn aus und er ist tot. Boom! Wie viel Prozent? 21% der gegnerischen maximalen Leben, wenn ihr den verspeisen könnt. Ey, das ist so ein kranker Finisher. Good job. Tamso Troll ist wirklich so. Dieser Champion ist einfach so trollig. Genau das Richtige für Papa. Ey, so geil. Und jetzt die W auf Level 2. Wird es doch nochmal gleich interessanter. Varus, hallo. Zack, einmal den Schnalzer kassiert. Willst du noch einen Schnalzer ins Gesicht? Bup. Alter, lässt sich doch nicht treffen, ne? Krass, zwei Schnalzer, halbe Leben weg. Oh, da hat er mich auch jetzt gut erwischt.
Ey, den habe ich, oder? Den müsste ich eigentlich haben. Und weg! Guck mal, und er wird ausgespuckt! Ey, dieser Champion! Ich werde ihn auf jeden Fall für euch nochmal in der Top-Lane aufnehmen, denn ich will wissen, wie er gegen Nahkämpfer funktioniert und ich will auf jeden Fall die Erfahrung mit euch teilen. Aber so genial, ey. Hoher Base-Damage, sehr viel Tankiness. Was er natürlich dann nicht hat, ist ein Lack of Mobility. Und damit, das ist so zum Beispiel bei Darius. Der macht auch viel Schaden, aber dadurch, dass er nicht mobil ist, wird der Schaden auch ordentlich gerechtfertigt. Aber auch diese Kombination, der kann poken. Er steht 10 zu 2. Community OP, ganz klare Sache. Hallo, schnallt sich dich gleich weg. Alter. Ist ja crazy. Komm, oh, ich glaube, ich hab ihn. Oder? Nein, das hat nicht gereicht. Oh mein Gott. Ich bräuchte ein paar Mana. Komm schon, mein Schild. Junge, dieses Todesschild, dieses Todesschild. Nein! Alter, dieses Schild, das ist wirklich ein Todesschild. Ihr könnt dieses komplette Grey Health, also kompletten grauen Leben sozusagen, könnt ihr umwandeln in ein Schild, das natürlich dann immer weniger wird, also das von der Stärke her absinkt, aber das ist so viel. Das ist so viel und dieser Champion gefällt mir so gut. Ich habe so viel Spaß dran. Ich bin halt wirklich gespannt, wie er sich gegen andere tanky Toplaner schlägt. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass man diesen Schnalzer noch öfter trifft. Vielleicht dann wirklich auch mal die W-Hoch-Skill, um da noch besser zu poken. Ich weiß es nicht. Ich würde es aber gerne ausprobieren. Oh, was geht ab? Nein! Jetzt sind die Gegner ja richtig zurückgekommen. Ich komme, die dürfen Break nicht machen. Das ist jetzt aber sehr gefährlich. Yasuo hat einen. Wie sieht's hier aus? Schön. Zack. Ich nehme das mal einen Schnalzer von mir. Oh, wie er zerfetzt wurde. Halleluja. Das war ordentlich. Komm, spring in mein Maul! Alter! Ist das geil! Oh! Vai, Ulti! Oder kannst du. Er flasht! Sie konnte auch flashen! Nein, mein Zugschnalz hat nicht getroffen! Oh, schön gemacht von der Maus! Bevor ich jetzt die. Hat sie verfehlt? Oh, das ist gefährlich. Der hat vielleicht noch seine Ulti. Hip! Oh no! Hip! Der ist tot! Was? Mein Verschlinger hat ihn gar nicht getötet? Komm ran, Nein, ich hab ihn getroffen! Ich hab wirklich getroffen! Wupp! Der Slow ist übermächtig! So, ich hau jetzt aber. Oh mein Gott. Guck sie dir an! Oh, dieser Treffer war ja genial! Oh nein! Tam hat ihn gesaved. Ihn einfach aufgefressen. Dieser Champion. Ein Riesentroll-Champion. Was hat der? 1000. Oh, ich werde dicker. Ich weiß auch nicht. Lohnt? Sollte man Tam auf
auf Support spielen oder auf Toplane. Also ich spiele natürlich auf der Toplane, ganz klar, keine Frage. Aber ich könnte mir vorstellen, weil er einfach mit mehr Tankiness sowieso tolle Base-Werte sich aneignet, gerade durch diese passive 46 zusätzlicher Schaden, das ist der Wahnsinn. Und theoretisch reicht es dann auch, wenn man ihn vielleicht als Supporter spielt. Er ist ja sehr tanky, er kann super diven, er hat ein bisschen CC, kann sein ADC aber auch saven, das ist auch mega viel wert. Ah, der ist wieder verschluckt. Der wird sich dann nochmal verspeist. Aber das reicht nicht. Wobei hat die Ulti? Sie müsste ihn haben. Ja, sieht gar nicht, dass er flashen will. Ich hole mir jetzt hier erstmal den Tower. Und vor allem mit diesem geilen Skin. Chefkoch Tam. Ne, Meisterkoch, oder? Master Chief. Zack, Ulti, nächstes Level. Und dadurch wird diese Passive auch einfach stärker. Und die Range. Guckt es euch mal an. Ich könnte jetzt schon bis zu Yasuo kommen. Das ist einfach mit seiner Zunge im Tower niedergelassen. So verrückt, dieser Champion. Oh, wer schnalzt hier wen? Boom. Hier, fress den Minion. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Irgendwer will mich haben. Hilfe! Ich kann mir sogar vorstellen, dass auf Tam auch ein Frozen Heart ziemlich geil ist. 20% Cooldown Reduction müsste das ja eigentlich bringen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, 20% Cooldown Reduction. Eigentlich total geil, ey. Wie ist eigentlich Spirit Visage? Na klar! Was braucht dieser Champion? Guck mal hier. Zack, Schnalzerinho! Ey, ich mag ihn so gerne, wirklich. Toller Champion, tolles Design, Riot gibt sich allergrößte Mühe und macht so einen fantastischen Job. Was? Was, hat er keine Lust mehr oder was? LOL! Echt getroffen? YOLO! Double Kill! Guck dir das jetzt mal an. Jetzt tank ich hier alles mit meinem Schild weg. Alter Verwalter! Das nenne ich Tank. Spuck die Minions auf die Minions. So, jetzt gibt's hier die nächste. Die nächste Levelung von der W. Und inzwischen habe ich 32% der gegnerischen maximalen Leben. Wenn ich... Oh, ich habe Spirit Visage. Das ist jetzt hier ein toller Item-Bild auf jeden Fall. Diese beiden Items sind eine mega starke Kombination. Rod of Ages und Spirit Visage. Ich werde auf jeden Fall nochmal im nächsten Gameplay, das glaube ich mal so in 1, 2, 3 Tagen irgendwie plus minus kommt, werde ich auf jeden Fall Tam nochmal mit Rod of Ages und Frozen Heart ausprobieren. Obwohl, ich weiß nicht. Ich muss mal gucken. Mir gefällt es nämlich, dass Spirit Visage auch 400 Leben bringt. Und das synergiert natürlich super hier mit der Passiven. Das heißt, er ist gleichzeitig tankier, also weil er mehr Leben hat. Hat Magieresistenz, ist halt ein Unterschied zu Frozen Heart, ganz klar. 10% Cooldown Reduction ist auch wieder was anderes. Ja, allerdings... Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich spiele auch diesen Champion jetzt echt das erste Mal. Leben der generiert, ne? Oh, ich wollte nicht, dass es trifft. Swap! Einmal geschnalzt. Da hat's einer geschnalzt. Was? Oh, ho, ho, ho! Okay, Yasuo ist dann nochmal von einem anderen Kaliber als so ein Tam. Yasuo hat dann einfach die schnelleren Fähigkeiten, mehr Mobilität. Und dann einfach diese perverse Passive mit dem Critical Strikes. Aber Tam? In der Frontline? Kann ich mir gut vorstellen. Ich
werde das definitiv nochmal ausprobieren. So, jetzt haben wir erstmal den Inhib gleich, wenn die Gegner jetzt nichts mehr machen. Mit der Zunge! Ich habe jetzt nichts Besseres. Ach, wie geil. Hier ist er. Hier ist er wirklich. Hahaha, diese Ulti. Und dass ihr wirklich noch einen mitnehmen könnt, das ist krank. Oh. Boom. Da war mein Minion geflogen. Der einzige Champion, der richtig geil Minions ausspucken kann. Syndra kann sie zwar noch werfen, also mit ihrer dunklen Energie irgendwie verpackt, aber... Aber dieses Minions ausspucken kann man noch. Ich hol mir den. Ach was! Ach was! Ach was, die Range hat einfach nicht gereicht. Guckt euch das mal an. Das hat ja auch so eine schöne kleine Range. Aber ich dachte, ich kann ihn mir einfach noch mal packen. So close. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Das hier macht Magic Damage. Das hier macht Magic Damage. Das macht kein hier Bonus Magic Damage. Ich gönne mir einfach mal die Sorcerer Boots. Obwohl, ich bin ganz ehrlich, er soll Off-Tank sein. Er soll Tank sein, Off-Tank, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall... Nein, dann hol ich... Nein. Nein. Nein, ich hol mir die Sorcerer Boots. Das ist jetzt hier ein Community gegen den Rest der Welt. Das muss Spaß machen. Und ich will auf jeden Fall mehr Schaden machen, denn mehr Schaden gleich mehr Spaß. Mal kurz mal schauen, ob auf meinem Handy meine Freundin die Nachricht gelesen hat. Nein, noch nicht. Wir bekommen bald unser neues Sofa. Oh yeah. Genau, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Gosh. Ah, das reicht nicht von der Range. Ich bin jetzt gespannt, wie lange die da bleiben. Junge, du hast so einen geilen Überraschungseffekt mit Tank. Der deft jetzt da hinten. Junge, am liebsten würde ich den diven, ne? Ich bin ganz ehrlich. Ah, schade. Ich wollte doch den Schnalzer. Wow, Raum super aggressive. Alter, und das hat sich gelohnt. Wow. Alter. Das kann nicht wahr sein. Wie? Das hat 300 Base Damage, Alter. Lol. Hallo Tummy Boy. Swap. Ach so, und der Base Damage, ey, der ist noch um 70 erhöht, das ist ja nicht normal, ne? Hallo, hopp! So, das Spiel ist vorbei, Leute, 24 Minuten, eine tolle erste Erfahrung für mich, ich hoffe, ihr habt sie auch mitgenossen, ich hoffe, ihr habt euren Spaß am Tam, ihr könnt ja auch mal in die Beschreibung schreiben, wie ihr Tam bisher findet, für die, die es von euch schon ausprobiert haben, ich werde jetzt direkt noch ein Game Tam zocken, werde es nochmal aufnehmen, nochmal in der Toplane, also es wird irgendwie die Tage auf jeden Fall nochmal ein Tam Gameplay kommen und danach probiere ich ihn vielleicht sogar nochmal im Jungle aus oder in der Mitte, ihr kennt mich, ich probiere alles aus, ich bin euer Powerwort, ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Leute, ciao, ciao!